Das Buch 2013 hat auf der internationalen Buchmesse in Prag eine ganze Menge Staub aufgewirbelt. Das Goethe-Institut, das Österreichische Kulturforum und die Schweizer Botschaft präsentierten gemeinsam Lyrik aus drei Ländern mit Lesungen, Diskussionen und Autogrammstunden. In den letzten 10, 15 Jahren hat die Lyrik Aufwind bekommen, nämlich durch diese neuen literarischen Formen. Slam Poetry zum Beispiel. Er trifft unsere Lehrerin. Ein älterer Hase auf den Pfaden der Lyrik ist Michael Krüger. Er bewegt sich souverän auf beiden Seiten des Literaturbetriebs, als Dichter und Verleger. Sein tägliches Frühstück, ein Espresso und ein paar Gedichte. Und ich glaube eben mit Josef Brodsky, dass die Welt besser aussähe, wenn tatsächlich jeder das tun würde. Man stelle sich nur die Eröffnung einer Bundestagssitzung vor. Frau Merkel liest ein Gedicht von Tucholsky vor. Die ganze Sprache des Parlaments würde sich ändern. I think 300 readers are enough for a good poet. Mit dem richtigen Verlegerhändchen geht auch Lyrik über den Ladentisch. Stolze 16 Nobelpreisträger vertritt der Karl-Hanser-Verlag von Michael Krüger. Der Durchbruch für Maja Haderlapp wiederum war der Ingeborg-Bachmann-Preis 2011. Die Kärntner Slowenin ist von Haus aus Lyrikerin, hat aber in Prag ihr Romandebüt Engel des Vergessens präsentiert. Bittersüß. Ein slowenischer Roman in deutscher Sprache, sagt sie. Ich habe begonnen, auf Slowenisch zu schreiben und bin dann irgendwie so ins Deutsche geglitten. Den Stoff zieht Haderlapp aus der tragischen Geschichte ihrer Heimatgemeinde während der NS-Zeit. Eisenkappel liegt im südlichsten, slowenisch geprägten Zipfel Österreichs. Ihre eigene Herkunft ist so vielschichtig, dass Maja Haderlapp einen sehr überschaubaren Ort zu ihrer ganz persönlichen Heimat erklärt hat. Eigentlich immer an meinem Schreibtisch. Das ist meine Heimat. Ein anderer Wanderer zwischen den Welten ist Katalin Dorian Florescu. 1982 flüchtet er 15-jährig mit seinen Eltern aus Rumänien Richtung Schweiz. Er schwärmt für den tschechischen Romancier Bohumil Hrabal, mit dem er eine osteuropäische Erzählhaltung teile, so Florescu. Ich hole also aus meinem Land, aus dem rumänischen Land, das, was dort an Reichtum ist. Legenden, Mythen, Erzählungen. Es ist ein sehr beseeltes Erzählen. Ich schöpfe aus dem Vollen. Ja, im Osten Europas gibt es einen anderen Atem. Einen osteuropäischen Atem eben. Das Rezept dazu? In meinem Fall Poesie, Drama, Lebenstragik, starke Figuren, magischer Realismus. Keinen osteuropäischen, sondern einen langen Atem haben die Figuren von Wilhelm Genazzino. Sein Probeläufer für englische Luxusschuhe mit diesem unsicheren Lebensglück ist ein Meister der entschleunigten Beobachtung. Genazzinos Roman »Ein Regenschirm für diesen Tag« gibt es jetzt auch auf Tschechisch. Das ist eigentlich vielleicht doch kein Zufall, dass also das tschechische Gefühl eine gewisse Sympathie hat für solche schwankenden Halme. Genazzino gibt eine Kostprobe seiner poetischen Entschleunigung. Beobachtungen von einem Spaziergang in Prag. Und die Moldau dort, also wenn die da so träge hinschwemmt und man denkt, mein Gott, ist nicht zu glauben. Und dann heben wieder diese Schwäne mit ihren schweren Leibern plötzlich wieder auf und flattern da eine Weile rum und dann gehen sie mit denselben schweren Leibern wieder ins Wasser zurück. Das ist schon sehr ansprechend. Martin sagt, ich weigere mich, diese Straße zu überqueren, bevor ich nicht den Flugplan in diesem Gebiet einsehen konnte. Während der eine entschleunigt, kann es für die anderen nicht dynamisch genug sein. Slam Poetry mit Stefan Abermann aus Österreich und Daniela Dill aus der Schweiz.
Dampfschiff kämpft als Wellenritter gegen diese Wassermassen, doch die Kräfte... Da ist aber keine Schale, mische ich mich ein. Der Polizist, aber es könnte eine da sein. Ich ist aber nicht, er könnte aber, ist aber nicht, könnte aber, ist aber nicht. Schnauze, schreit der Polizist. Stefan Abermann erlebt viel auf österreichischen Straßen und schlachtet es aus. Daniela Dill slammt schweizerisch wie Wilhelm Busch, Ringelnatz und Goethe gemeinsam. Lässt den Chicks das Beine spreizen, popst dich durch von Strand zu Strand und Und Jan versucht Stefan Abermann und Daniela Dill nochmal nach Prag zu locken, auf seine offene Bühne. In seiner Freizeit übersetzt er Schweizer Lieder. In der Niemczyna muss es znít prostě opravdu krásně. Že je to předsudek jenom český, že v Němčině se nedá zpívat, to prostě je nesmysl. Und obwohl auch diese Dame Deutsch spricht, hat sie Genazinos Buch auf Tschechisch gekauft, aus einem ganz einfachen Grund. Abych ji mohla počít svým českým kamarádkám a povídat si o tom s českými kamarádkami. Das Buch 2013 wird wohl auch im Nachhinein noch eine ganze Menge Staub aufwirbeln. Bis zum nächsten Jahr. Thank you.